So, hier geht's zum Unterschlupf, aber ich würde sagen, wir gehen erst zum See, ja? Lalala. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal, du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Okay, Bananen klauen. Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Okay, ich habe keinen Wort verstanden. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja, aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Okay. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Dann sage sie mir. Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein. Okay. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Okay, ja, dann machst du es ja. Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Was für eine Katastrophe? Ups, das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen. Glaub mir. Okay. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Kann man die jetzt mitnehmen? Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen. Wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Doch, du nimmst jetzt eine. Na los, nimm sie. Greif zu. Nein. Gut so. Ergib dich deinem Schicksal. Okay, sonst gibt's hier nichts mehr. Zigaretten. Soll es ein Automat sein oder wie? Okay. Ja, dann gibt's nichts mehr und gehen wieder raus. Ich dachte jetzt mit der Partnerberatung, dass wir jetzt da mit der Goal reingehen, aber okay, dann halt nicht. So, wir können jetzt hier rein oder zu da rein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rein. Alte Antriebsturbine, Tankklappe. Wir haben den Stromumkehrer genommen. Können wir den da rein tun? Passt. Passt.
Ja, hier fehlt noch Tank. Und wir haben da hinten einen Benzinkanister gehabt. Benzingenerator, Dieselgenerator, was auch immer, gehabt. Können wir vielleicht mal einen Schlauch aufsaugen, aber wir brauchen auch noch einen Behälter dazu, denke ich mal. Was für eine Verschwendung. Daraus hätte man einen grandiosen Fluchtapparat bauen können. Oder eine Hochgeschwindigkeitskäsereibe. Okay. Und wir können jetzt rein. Wir haben ja das Klopfzeichen, oder? Ja. Ich bin's, Rufus. Bist du nicht. Wenn du Rufus wärst, wüsstest du das geheime Klopfzeichen. Weiß ich ja auch. Und es beginnt mit einem D, richtig? Ah, viel Glück. Wo soll ich das jetzt wissen? Weil viermal macht er einmal. Hä? Wie? Was? Verlassen, überspringen? Nein, will ich nicht. Falsch. Aber verdammt. Ich weiß ja nicht, geh mal weg hier. Verlassen. Sind irgendwas auf dem Zettel? Plus, minus, plus? Was soll das denn schon wieder? Ich kann zwar dramatische Vorzeichen klopfen, aber mathematische? Plus, minus, plus. Okay. Jetzt mal ein mach. Und einer, dann mache ich zweimal, weil plus 1 plus 1 sind 2. Minus 3, das geht ja nicht. Du musst ja Minus machen. Okay, ist falsch. Ich mach mal 5 einfach mal so aus. Falsch. Falsch. Aber falsch. Okay, er macht das einmal irgendwie. Jetzt müssen wir es 3 machen, machen wir vielleicht mal. Jetzt machen wir erstmal 3. Dann macht er 4, also plus 1. Und jetzt minus 3, dann ist 1. Jetzt mit 4 sind 5. So. Hey, das war ja tatsächlich richtig. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus, bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Tja, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein, Janosch wartet auf dich. Juhu, war nicht schwer. Rufus, sehr gut. Janosch, wow. Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja, die Rekrutierung läuft hervorragend. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft sprengen lässt. Toni, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26, das hier ist Nummer 2. Unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Genau. Warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die 3 abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwer du dich noch einmal über deine Nummer. Ihr richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Es sind Torpedo-Delfine. Okay, dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwaffen werden, leuchtet mir ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt, aber er wollte einfach nicht hören. So, die Toni.
Die Toni haben wir wieder gesehen, oder sehen wir wieder die Ex-Frau, Ex-Freundin, denke ich mal, von Rufus, bei ihr, bei der er eigentlich wohnt, genau, so ungefähr. Janosch, Toni, red mir mal, Toni. Na, sieh mal an, wer mir da hinterhergelaufen kommt. Tja, meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken. Gut gekontert. Was machst du hier überhaupt? Dich könnte ich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohlauf. Zumindest zu zwei Dritteln. Sie kann einem nur leid tun. Ja, so gesehen schon. Aber der Rufus, der ist ein ganz lieber. Wieder nur das Beste. Wie bist du hier gelandet? Du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen, was? Tja, ich wachte eines Morgens auf und stellte verwundert fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen einzigen Brand zu löschen gab. Ich musste kein Dach neu decken, keine Zahnpasta aus den Heizungsrohren polen, keine verwundeten Nachbarn verarzten. Es bestand nicht einmal die Notwendigkeit, einen Gnu aus der Küche zu verscheuchen. Und da packte dich die Sehnsucht nach mir. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. In Busa Westwalk hörte ich dann Gerüchte von einer Rebellion gegen den Organon. Das hat scheinbar mein altes Rettersyndrom getriggert. Du und ein Rettersyndrom? Wenn überhaupt? Dann hast du ein Prinzessinnen-Entführen- und mit Feuerbällen auf Retter-Werfen-Syndrom. Nenn es, wie du willst. Ich dachte nur, dass meine Erfahrung im Bergen von Explosionsopfern nützlich werden könnte. Tja, du hast mir so einige Fähigkeiten zu verdanken. Kann ich nicht mal bestreiten. Schön, dass du da bist. Verpiss dich. Oh ja. Du wirst nicht glauben, was mir alles passiert ist. Lass mich raten. Du warst schon fast in Elysium und dann ist dir wieder einmal deine Gutmütigkeit dazwischen gekommen. Woher weißt du das? Weil das Gespräch jedes Mal so abläuft. Als nächstes sage ich dann, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Und du sagst... Aber diesmal war es wirklich so. Exakt. Und auch wenn du gleich das Gegenteil behaupten wirst, du wirst dich nie ändern. Aber ich hab mich geändert. Verdammt. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Anführer. Oh, Himmel, das ist genau wie in meinem Albtraum. Also träumst du immer noch von mir? Ich war sogar in Therapie deswegen. Tja, so gerne ich über deine mich-bezüglichen Fantasien sprechen würde, dein Traummann hat eine wichtige Mission. Oh, oh je, oh je, oh je. Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Und ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch... Gibt es Probleme, Rufus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du Wolken zu leisten. Aber... Kein Aber, Rekrut. Oh, ei, ei, Chef. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch, Rekrut. Bei euch piept's wohl. Ich bin doch nicht euer... Rekrut. Und nichts verschütten, Rekrut. Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ja? Egal. Das ist es wert.
Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze gut tun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Du Mieser! Oh oh. Was ist jetzt? You were killed by an ugly dragon. Literally outpowered by the sheer evilness of the hideous creature. Our dear hero perished and was no more. Ach, wie geil. Stolen, you could. Stolen in game. Cool.